Maid, nach so langer Zeit endlich wieder auf der Platte. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, natürlich, das hat viel Spaß gemacht, zusammen mit Mannschaft nochmal spielen und so. Ich hatte 7 Monate Pause jetzt und jetzt fühle ich ganz gut. Natürlich, Schulter ist nicht tipptopp, aber ich habe keine Schmerzen im Spiel gehabt und ich habe gut gefühlt. Das war ganz wichtig für uns. Gut in der Defensive und gleich auch das erste Tor gemacht. Du hast dich gefreut wie ein Kind. Wie freust du dich am Ende mit dem Punkt Gewinn oder ist es ein Punkt Verlust? Ja, natürlich vor dem Spiel. Wir wollen 2 Punkte haben. Aber am Ende muss ich sagen, wir haben den Punkt gewonnen. Das letzte Angriff war 1 Minute Deckung gesteht und wir hatten keine Möglichkeit, zu 2 Punkten herholen. So, natürlich, wir haben bis nicht so gut Angriff heute gespielt. Auch die zweite Halbzeit Deckung war nicht so überragend gut. Aber muss ich sagen, mit 1 Punkt müssen wir zufrieden sein. Danke dir für das Interview. Dankeschön.